Guten Tag, mein Name ist Gabriele Schmidt. Ich bin 75 Jahre alt und lebe seitdem in Berlin, meistens in Berlin-Charlottenburg. Ich bin auch hier zur Schule gegangen und habe nach meiner Schulzeit eine Ausbildung an einer Textilfachschule gemacht. Danach habe ich Sozialpädagogik studiert mit dem Abschluss Diplom Sozialpädagogin und war anschließend bei der Senatsverwaltung für Familie, Jugend und Sport in verschiedenen Bereichen, zuletzt als Bewährungshelferin. Nach dem Eintritt in den Ruhestand habe ich mich viel um Seniorentätigkeit gekümmert. Ich habe Einzelberatung durchgeführt und dann wurde mir auch gesagt, ich sollte mich mal bei der Seniorenvertretung bewerben. Ich bin jetzt gewählte Seniorenvertreterin und möchte es auch in Zukunft weitermachen, stelle mich zur neuen Wahl. Ich greife mal zwei Punkte aus, die ich für interessant finde, zum Beispiel der ältere Mensch im öffentlichen Verkehr. Man kommt überhaupt nicht bei der Bismarckstraße über die Straße bis zur Mittelinsel. Kaum hat man angefangen, ist schon wieder rot und man wird fast überfahren. Darum würde ich mich gerne kümmern. Zweitens, der ältere Mensch in den Verkehrsmitteln. Man steigt ein, die jungen Leute machen ihre Videospiele. Man muss sich festkrallen, wenn der Bus um die Ecke fährt. So kann das nicht weitergehen. Das sind zwei Punkte, die ich auch in Zukunft wo ich mich auch in Zukunft darum kümmern möchte.